Willkommen zu Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Wir zocken heute Metal Gear Online. Ja, ich möchte wechseln. Ist jetzt schon ein paar Tage raus. Ich habe endlich mal wieder Zeit zum Zocken gefunden. Zum Glück habe ich schon über 100 Metal Gear Solid 5 Folgen, die ich hochladen kann. Muss ich auch nicht mehr jeden Tag zocken. Ich logge mich zwar jeden Tag ein, um den Tagesbonus zu bekommen. Und hoffe auf MB-Münzen. Aber jetzt wird Metal Gear Online gesuchtet. Tipp freien Spiel. Tipp freien Spiel. Metal Gear Online startet in der freien Spielumgebung. Heißt das nicht freies Spiel? Ja, da haben wir auch unseren Avatar, den wir in der ersten Folge Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, erstellt haben. Entweder erste Folge oder zweite Folge, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war erste Folge. Zuweisung, anpassen, Werte, Tresorraum. Willkommen zu Metal Gear Online. Metal Gear Online, MGO, ist der Mehrspielerbereich von Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, MGSV, TPP. Willkommen, okay. Mehrspielerpartien mit maximal 16 Personen auf verschiedenen Karten und Missionen. Die Funktionen entsprechen dabei MGSVTPP. Sammeln Sie MGO-exklusive Waffen und Fähigkeiten, um mit Ihren Teamkollegen den Sieg zu erlangen. Wer gerne mal mitzocken möchte, kann mich mal adden. DJ-Unil im PSN. Und dann können wir auch gerne mal zusammen zocken. Ihr könnt mir auch gerne euren Namen in die Kommentare schreiben. Und ich werde euch dann adden, wenn es für euch zu schwer ist und ihr nicht wisst, wie man Freundesanfragen schicken kann. Erstellen Sie Ihren Charakter, bla bla bla. Können wir das nicht überspringen? Jeder dieser Charaktere entspricht einer Klasse. Die drei Klassen Speer, Kämpfer und Eindringling bieten individuelle Spielweisen mit jeweils unterschiedlichen Ausrüstungen. Die Speerklasse bietet normale Kampffähigkeiten und eine Spezialisierung darauf, Teammitgliedern durch Fernspeeraktionen zu helfen. Eine ideale Klasse für Anfänger. Speer. Ich weiß nicht mehr, was in den Trailer der war, der sich mit Stealth-Tarnung und so, weil die Klasse wollte ich gerne mal zocken. Die Kämpferklasse verwendet Waffen mit hoher Sprengkraft, allerdings mangelt es ihr an Tempo und der Reflexen. Diese Klasse ist ideal für durchschnittliche Spieler. Okay, das ist auf jeden Fall das, was ich nicht zocken möchte. Und der Eindringling, ich glaube, das ist die Klasse, die ich zocken wollte, ist dank ihres hohen Tempos spezialisiert auf CQC, aufgrund geringer Gesundheit jedoch sehr anfällig. Diese Klasse ist ideal für fortgeschrittene Spieler, die wissen, wie man sich an Feinde heranschleicht. Die Wahl einer Klasse für ihren Charakter kann nicht rückgängig gemacht werden. Im Verlauf des Spiels schalten sie jedoch zusätzliche Charakterplätze frei, mit denen sie andere Klassen ausprobieren können. Wählen Sie jetzt Ihre Klasse. Oh nein, ich will nicht mit dem irgendwas auswählen. Ich glaube mal, Experte auf lange Distanz mit Scharfschützengewehr. Für den hier würde ich gerne Speer wählen. Ich wollte mir ja noch einen Charakter machen. Einen weiblichen Charakter, mit dem ich dann auf Eindringen gehe. Also, wir starten erstmal mit Speer. Mal gucken, wann ich neue Charakterplätze bekomme. Über den iDroid. Ein Charakter wurde erstellt und Sie sind bereit, MGO zu spielen. Schauen wir uns vorher noch die wichtigsten Punkte des iDroid-Menüs an. Zuweisung.
Um ein Online-Spiel beizutreten, öffnen Sie den iDroid und wählen Sie Zuweisungen. Danach sind drei Optionen verfügbar. Autozuweisung, Spiel erstellen und Spiel wählen. Unter Autozuweisungen können Sie eine Mission wählen, um automatisch einem Spiel beizutreten. In diesem Fall erhalten Sie Ausrüstungspunkte GP. Schneller als bei anderen Zuweisungsoptionen. Okay, also Autozuweisung. Spiel wählen, ja, ist klar. Spiel erstellen, erstellt, bla 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 und so weiter. Anpassen. Anpassen können Sie Ihre Ausrüstung ändern. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Waffenfähigkeiten und Kleidung für Ihren Charakter. Wow, sogar Kleidung können wir hier. Okay, das sind dann wahrscheinlich die ganzen anderen Anzüge wieder. Sobald Sie eine bestimmte Stufe erreicht haben, können Sie Ihre Ausrüstung in diesem Menü anpassen. Um eine höhere Stufe zu erreichen, treten Sie bitte einem Spiel bei und sammeln Sie Erfahrungspunkte. Ja. Das Anpassen Ihrer Ausrüstung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihrem Charakter ein einzigartiges Aussehen zu verleihen. Einzigartig, ja, klar. Am Ende sieht sowieso jeder Charakter gleich aus. Weil die wahrscheinlich alle nur den Kampfanzug anziehen und so. Und die Kleidung ist eine rein optische Funktion und beeinflusst keine Fähigkeiten des Charakters, okay? Also doch anders. Sie können also bedenkenlos auch mal schicke Hüte tragen. Okay. Verwenden Sie Ihre MB-Münzen oder Ausrüstungspunkte, um sie nach dem Abschluss einer Mission, die Sie nach dem Abschluss einer Mission erhalten, um besondere Ausrüstung zu kaufen. Ich glaube mal, MB-Münzen werden wir nicht erhalten, wir erhalten nur Ausrüstungspunkte. MB-Münzen muss man sich ja für echt Geld kaufen oder man bekommt sie im Tagesbonus. Über die Option Werte in Ihrem iDroid können Sie auf persönliche Werte und den weltweiten Rang zugreifen. Diese Option ist im Modus freien Spiel und während eines Spiels verfügbar. Tresorraum. Informationen über EMB-Münzen erhalten Sie im Menü dran. Tresorraum. Ihre MB-Münzen werden auch in MGS-VTPP Einzelspielermodus verwendet. Cool. Sie haben das Tutorial abgeschlossen. Das Spiel beginnt im Modus freien Spiel. Sie erhalten die Möglichkeit, die Steuerung auszuprobieren und das Schießen zu üben. Weitergehende Tipps finden Sie im Systemmenü oder auf dem Ladebildschirm, wie sonst auch. Jetzt wird das Spiel für MGO behalten Sie den... Was? Jetzt wird es Zeit für MGO. Behalten Sie den Gegner im Visier. Behalten Sie den Gegner im Visier. Haben wir überhaupt schon Visier? Ich glaube nicht. So, das ist jetzt freien Spiel. Partymenü. Was ist das? Eine Party ermöglicht das anderen demselben Spiel wie der Partyanführer beizutreten. Okay. Okay. Also auch nicht mehr als in anderen Spielen. Kann man ja auch einer Party beitreten und dann erinnert mich irgendwie an Call of Duty. Ha. Cool. Oder nicht? Karte. Okay, das hier ist der freien Spielbereich. Seit wann habe ich eine Karte? Ist ja lustig. Kann man die Karte auch im Spiel haben? Sonst hat man ja immer die Karte auf dem iDroid. Werte. Zuweisung anpassen. Gesperrt. Erst auf Stufe 6 kann ich... Okay, also drei Charaktere hat man.
Kann ich den hier irgendwie löschen? Ausrüstung. Ich kann hier gar nichts auswählen. Pilotenherzett. Yeah! Okay, hier muss man sich Zeugs für GP kaufen. Wo gibt's denn hier schicke Hüte? Also, unter schicke Hüte verstehe ich was anderes, aber egal. Okay. Also hier steht nicht wirklich was von MB-Münzen. Boah, so eine Brille hätte ich gerne noch. Okay, also lassen wir es erstmal dabei. Und wir machen Autozuweisung. Bounty Hunter. Kloakentdecker. Aha. Zufällig. Die nur mit Tarnung und nicht tödlichen Waffen ausgerüsteten Angreifer müssen vor Ablauf der Runde eine Datendisk stehlen. Capture the Flag. Okay, wir machen jetzt mal Bounty Hunter. Spiel suchen. Einem Spiel beitreten. Freien Spiel. Autozuweisung. Sie wurden von der Sitzung getrennt. Danke für gar nichts. Probieren wir es nochmal. Man hier noch schon irgendwas finden, entdecken, irgendwas. Container. Ich kann keine Container einsammeln. Das finde ich schade. Gibt es jetzt hier irgendwie neue Gebiete nur für Metal Gear Online oder findet das auf abgesperrten Karten von den großen Karten statt? Spiel erstellen. Spiel wählen. Autozuweisung. Freien Spiel. Come Control. Ich wurde schon wieder von der Sitzung getrennt. Hm. Ich darf kein Metal Gear Online spielen. Karten. Blackside? Okay, Mission Bounty Hunter. Passwort. Aus. Okay, dann melde ich mich mal für dort. Das Spiel ist voll. Yeah! Wo kann ich hier aktualisieren? Ich möchte gerne aktualisieren. Ach Mann. Zwei von vier. Ah, jetzt Passwort, Alter. Ach, Scheiße.
Jetzt lass mich doch mal ein Spiel beitreten hier. Was? Nur 7? Was ist denn das für eine scheiß Waffe? Ah, ne, nicht die. Woo. Das ist die schlechteste Betäubungswaffe der Welt. Ich will nicht nach jedem Schuss nachladen. Bin ich schon wieder ganz andere Dinge gewohnt. Jetzt geht's los. Hoffentlich. Tipp, klasse. Wäre klasse, wenn ich mal ein Spiel beitreten könnte. Nur mal so als Tipp. Jawohl, es hat funktioniert. Beim dritten Versuch. Nächste Stufe in 4000, ja toll. Ich weiß, ich bin schlecht. Teamzuweisung. Und wir sind im blauen Team. Liquid. Wir sind flüssig. Originalset. Okay. Na los. HGM. Achso. Hintergrund. Musik. Alles klar. Nee, keine Musik. Musik würde nur stören. Ja, toll. Angriff! Bounty Hunter, Round 1. Runde 1. Team Liquid. Eliminieren Sie die Gegner. Oh, da steht ein... Auf geht's. Oh. Okay, ich habe ein Visier drauf. Seit wann das? Good luck. Sag bloß, man kann hier auch mit Autos fahren. Nee, kann man leider nicht. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Man kann es auch übertreiben. Thanks. Alles klar. Alter, der hat schon einen weiblichen Charakter, wie geht das denn? Ich sollte vielleicht mal nachladen, ne? Ach du Scheiße, da hat jemand einen abgeholt. Was wurde an mir? Was? Aber ich habe den auch getroffen. Cool, man kann sich Spawnpunkte aussuchen. Hab ich nicht getroffen. War nicht mein Kill. Ist klar. Kann es sein, dass ich hier irgendwie im Nachteil bin? Okay, der rennt hier mit dem Walker rum. Kein bisschen unfair. Wormhole available.
Was? Wurmloch verfügbar? Wie? Hab ich. Oh oh. Nicht auf mich schießen, bitte. Alter. Assist. Na toll. Hab ich? Cool. Von wo kam das? Okay. Gucken, jetzt bauen wir mal dort. Also okay, das ist hier beim Helikopter. Also so richtig mit Schleichen ist das hier auch nicht, ne? Alles klar, dass der hinter mir spawnt. Oder die, oder was auch immer. One minute remaining. Nehmen wir um. Wie kann der so schießen? Man muss doch mal zielen, bevor man schießt. Und das sollte eigentlich nicht richtig funktionieren, wenn ich renne. Aber auch Kill gekriegt. Ha. Arschloch. Wir haben gewonnen. Yeah. Das gegnerische Team hat keine Tickets mehr. Okay, sowas wie letzte Abschlusskamera oder so gibt's nicht, ne? Schade. Ich bin auch so ziemlich der Letzte hier. Vorletzte. Nur 5 Kills gemacht. Aber ich würde mal sagen, für die erste Runde. Achso, es geht schon wieder weiter. Weiter mit tödlich. Runde 2. Na toll. Wie viele Runden gibt's? Aber wenigstens gibt's hier neue Karten. Also nicht die großen Karten irgendwie, so abgesperrte Areale, sondern komplett neue Karten. Good luck. Schleichen sollte ich eigentlich gar nichts bringen. Die rennen sowieso alle herum, wie sie wollen. Was wurde geplaced on me? Ja genau, schieß durch! Was ist das denn? Mann. Okay, jetzt ist der Feind hier weg.
kill. Ist klar. Komm mir hinterher. So schnell kann ich hier gar nicht irgendwas machen. Aber das gegnerische Team scheint zu verlieren. Ich hoffe, es gibt hier genug Erfahrung, um mal aufzusteigen. Jetzt habe ich das Teil. Ha! Wo ist der hin? Irgendwie voll overpowered. Du läufst einfach nur mit dem Ding hin und her. Hä? Was soll das denn? Wie geht das denn? Hä? Wie kann man mich da einfach runterholen? Das geht doch nicht. Einfach so. Wir haben schon gewonnen. Okay. Das gegnerische Team hat keine Tickets mehr. Weißt du es jetzt oder kommt noch eine Runde? Runde 1, Runde 2. Gewonnen. Okay. Tode 9. Kills 9. Tode 9, also eine KD von 1, ne? Betäubt. Einmal. Wen habe ich betäubt? Ich habe keinen betäubt. Markiert 2? Oder wurde ich markiert und einmal betäubt? Ich weiß es nicht. Klasse Späher. Ja, mal schauen, ob da noch irgendwas kommt. Nein, wie kann ich hier raus? Ich würde gerne hier raus. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier nochmal zu einer Teamzuweisung komme. Ich würde gerne raus abbrechen. Nein. Wo komme ich hier raus? Bitte. Ich bin nicht bereit. Hallo? Ich möchte jetzt nicht nochmal eine Runde zocken. Ich möchte gerne beenden. Ich möchte gerne beenden. Ey, Arschlöcher. Eliminate or Fulton, the opposition. Hallo? Ich bin hier raus. Warum wehrt er? Was? Ey, werde ich jetzt dazu gezwungen zu spielen? Good luck. Okay, dann war's das. Wir sehen uns irgendwann mal wieder in einem anderen Video. Bis dann.